Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder. Neues Spiel, neues Glück. Ich sage es euch nur ungern, aber in der Mine gibt es keinen einzigen Brocken Ebenerz mehr. Ihr solltet natürlich. Hier können wir alles mitnehmen hier. Das interessiert niemanden. Das ist alles uns. Ne? Mal die Waffe wegstecken. Ich arbeite für Morgul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Okay, dann reden wir. Morgul verleiht keine Münzen an Fremdlinge. Ich warne euch nur. Morgul hier. Ah, da ist er doch. Weg, dann werden wir uns bestens verstehen. Ich kann dir mal gleich eine Zahnkorrektur verpassen, ne? Kennt ihr jemanden namens Mirak? Nein. Wartet. Ich erkenne den Namen, aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Das sagen die alle hier. Erzählt mir alles, was ihr wisst. Ich weiß nicht. Es fühlt sich seltsam an, auch nur darüber nachzudenken. Ein Tempel vielleicht. Mhm. Auf der Insel etwas von einem Tempel. Okay. Kämpft. Ein Tempel hier auf der Insel. Bleibt mir aus dem Weg. Es ist ja schon mal wenigstens was. Was ist denn das? So eine Art Wirbelsturm oder Vulkan? Aber wir sind auf den. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich hasse diesen Ort. Aber wir sind ja auf einer Vulkanologie. Kennt jemand Mirak? Ich glaube nicht, aber der Name kommt mir bekannt vor. Okay. Was könnt ihr mir erzählen? Ich höre diesen Namen und sehe einen Tempel hier auf Solstheim. Was könnte das bedeuten? Was habt ihr denn zu verkaufen? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Ja. Zaubertränke habe ich. Ich habe ja Olmas Zaubertränke da. Aber Zaubertränke verkaufe ich ungern. Ich habe reichlich Tränke und Zutaten. Mein Mann Garin führt unseren Hof. Ohne ihn wird, nachdem wir Morrowind verlassen hatten, verschlug es uns nach Himmelsrand. Okay. Wir zogen etwas umher und landeten schließlich in Mortal, wo wir eine Weile bei Lami unterkamen, der Alchemistin der Stadt. Ich war von ihrer Arbeit fasziniert. Mhm. Und im Laufe der Jahre brachte sie mir so einiges bei. Doch schon bald litten wir an Heimweh. Wir waren die einzigen Dunmer in Mortal. Als wir hörten, dass auf Solstheim eine Dunmer-Siedlung entstand, waren wir begeistert. Es war nicht leicht, aber ich bereue es kein bisschen. Ich bin sogar froh, dass wir bleiben und helfen konnten. Gut, inwiefern hatte Ravensfeld eure Hilfe gebraucht? Wie ihr euch denken könnt, hat der Ausbruch des Roten Berges schrecklichen Schaden auf Solstheim angerichtet. Die Jagdausbeute war in letzter Zeit spärlich und die Gewässer sind zum Fischen offenbar zu verpestet. Nach Meinung des Ratsherrn Morwein war mein Mann jahrzehntelang der wichtigste Nahrungslieferant von Rabenfels. Ihr verkauft ein paar ziemlich exotische Zutaten. Ja, und ich kann mit Stolz sagen, dass ich den größten Teil davon selbst anbaue und ernte. Ich wünschte nur, ich hätte eine bessere Quelle für das Gelee. Diese Nettie sind so schwer aufzuspüren, weil es jenseits des Bollwerks so gefährlich ist. Könnte ich euch dabei helfen? Das wäre wunderbar. Ich werde euch gern für eure Mühen belohnen. Na gut. Vor diesen Nettchen acht. Sie mögen zahm wirken, aber ja. Wenn sie sich bedroht fühlen, können sie euch schwer verletzen. Ich weiß nicht, ob wir, sollen wir ihr helfen? Kennen wir jemanden namens? Wieso kennt ihr euch mit Alchemie so aus? Wie ihr euch denken könnt, hat die Jagd nach Meinung des Ratsherrn Morwein. Möchte Alchemie trainieren? Ich möchte mal ein bisschen Alchemie. Das eine oder andere beibringen. Volle Pulle, das ganze Programm bietet jetzt hier. In dieser Stufe trainiert. Ja, ich bin schon Experte. Wieso kennt ihr denn euch Alchemie aus? Wie ihr euch denkt. Das habe ich doch gefragt. Ich wollte doch mal was anderes fragen hier. Nachdem wir Morrow, wir zogen. Ich war von ihrer Arbeit fasziniert. Doch schon war, als wir hörten, dass es. Na komm, das haben wir schon alles gelesen. Wir gehen. Wir können ja mal Bücher, Giftrezept, Furcht. Ah, Zaubertränkrezept, Unsichtbarkeit, Tragfähigkeit. Krankheit heilen hier. Tragfähigkeit brauche ich nicht. Krankheit heilen kann man vielleicht für später gut gebrauchen. Sonstiges, was haben wir denn noch da?
Drachenschuppen. Ach komm, kleinen Rabatt kriegst du von mir, ne? So. Ah, haben wir doch ein gutes. Sie mögen zahm wirken, aber wenn sie sich bedroht fühlen, können sie euch schwer verletzen. Ja, das hast du mir jetzt schon mal ein paar Mal gesagt. Willkommen in Rabenfels. Was hat er denn hier? Kartoffeln. Meine Frau und ich tun, was wir können, um Rabenfels satt zu machen. Okay, dann müsste doch jemand hier. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr woher. Oder vielleicht irre ich mich. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon, aber das Einzige, das sagen die alle immer, kommt, ist ein Schrein in der Nähe des Erdsteins. Ein Schrein des Erdsteins. Okay, was gibt es hier? Was gibt ihr mir dafür? Wenn die Qualität stimmt, bin ich interessiert. Lasst mich mal sehen. Bekleidung, sonstiges. Hier zum Beispiel, siehst du. Ja, du hast da überhaupt gar nicht so viel. Was soll ich denn da verkaufen? Hier, da kriegst du hier den ganzen Abfall von mir. Was kostet denn noch 16 Gold her? Hier. Holzschwerter. Komm, die 6 nehmen wir den auch noch weg. Was genau sind aschgewachsene Lebensmittel? Asch. Schon seit Tausenden von Jahren Erzeugnisse in den Aschlanden. Sie entstanden aus der Notwendigkeit, in dem rauen Klima unserer Heimat zu überleben. Okay. Und jetzt, mit den ständigen Ausbrüchen des Roten Berges, sind sie wichtiger denn je. Wird dazu Magie verwendet? Nein, nur die Telvani können aus Asche etwas Lebendiges erschaffen. Nein, dazu braucht man nur die richtigen Zutaten, die richtigen Werkzeuge und viel Geduld. Okay. Was gibt ihr mir dafür? Das haben wir schon. Was genau sind Al-Shami? Das haben wir auch schon. Also hat er uns nichts mehr. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe immer reichlich Essen im Angebot. Machen wir. Aber jetzt erstmal hoppa. Und? Hoppa. Wieso komme ich dann hier? So, hier wäre. Das wäre stehlen. Aber hier wäre jetzt nicht stehlen. Guck. Okay, wir speichern mal, nicht, dass wir da was falsch machen. Ah. Ernten mal die ganzen süßen Aschekartoffeln hier. Aschsüßkartoffel. Aschsüßkartoffel. Schillige. Machen wir eine schöne Süppchen. So, warte mal. Ich denke, ich kann die an dem verkaufen, wenn ich die jetzt hier. Ah, das können wir auch noch mitnehmen. Ja. Das war eine richtige Ausbeute hier. So. Ah, vielleicht nehmen wir die auch mal mit. Vielleicht können wir auch woanders verkaufen. Wir können ja mal, bevor wir da hochlaufen in die Dings. Haben wir mit dem hier gesprochen? Wollt ihr was kaufen? Fetis Alor. Ich wäre mit dem erstbesten. Verkauft ihr irgendeine spezielle Bergbauausrüstung? Was für eine Verschwendung. Bergbauausrüstung? Nein. Aber ich habe mal ostkaiserliche Anhänger verkauft, bis sie mir ausgingen. Okay. Es ist beliebt, die kleinen Dinger. Was ist ein ostkaiserlicher Anhänger? Ein Amulett, das nur für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft angefertigt wurde. Sie wurden als Prämie an die Arbeiter ausgegeben. Eine Art Belohnung für besondere Leistungen. Mhm. Seit sie nicht mehr hergestellt werden, sind sie zu Sammlerstücken geworden. Ich hätte liebend gern ein paar davon. Ich verkaufe euch ein paar von meinen ostkaiserlichen Anhängern. Sieh an. Ihr schlagt euch für einen Fremdling recht gut. Hier ist euer Geld. Je mehr ihr mir davon bringt, desto mehr bekommt ihr. Okay. Oh, 500 Gold hier zugefügt. Kennt ihr jemanden, der namens Mirak? Ich habe vielleicht mal von jemandem mit diesem Namen geträumt. Erzählt mir mehr von euren Traum. Seltsam. Habe ich etwas gebaut? Einen Schrein unten am Strand beim Erdstein? Ich bin mir nicht sicher. Was habt ihr zu verkaufen? Seht es euch an. Wir verkaufen euch was. Warte mal. Ich sehe, da ist noch viel.
Potenzial an Kohle rauszuholen. Hier diese magischen Schwerter, die behalte ich gerne erstmal. Die Axt auch, die auch, den auch. Das ist meine. Den brauche ich nicht, die Axt brauche ich. Die kann ich dir alle verkaufen, den auch. Ja, das können wir alles loswerden, aber das ist für uns alles, was fein. So, können wir den alles abzwacken, den brauchen wir selber. Bis auf eine würde ich dir die alle verkaufen. Darfst du alle haben, komm. Die ostkaiserlichen Anhänger sind überall verstreut. Ja. Seht unter jedem Stein nach. Ah, das werden wir sehen. Was genau verkauft ihr hier? Bis zur Mistgabel. Was verkauft ihr denn genau hier? Fragt lieber, was ich hier nicht verkaufe. Denn bei mir bekommt ihr so ziemlich alles, was ihr je brauchen werdet. Wenn es keine Waffe, kein Trank oder keine Rüstung ist, dann habe ich es sehr wahrscheinlich. Wo habt ihr denn alles diese ganzen Dinge her? Drüben am Dock liefert mir die meisten meiner Waren. Okay. Und den Rest tausche ich bei den Leuten in der Stadt. Ach, Glover Mallory besorgt mir gelegentlich ein paar Sachen. Er hat meist die großartigsten Angebote, an denen ich einfach nicht vorbeikomme. Das glaube ich dir. Läuft euer Handel denn nicht so gut? Nicht so gut? Vor euch hat noch keiner an der Qualität meiner Waren gezweifelt. Das habe ich auch gar nicht. Ich hätte nicht übel Lust, meine Freunde bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu kontaktieren, ob sie in Windhelm nicht Hilfe brauchen. Ihr habt Freunde bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft? Oh, ja, ich habe sogar mehr als einmal mit Vittoria Vicky persönlich korrespondiert. Ihr wisst schon, die Dame, die die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft in Einsamkeit leitet, das größte Warenhaus, das sie in Himmelsrand haben. Gut. Ihr seid genau wie alle anderen hier. Hört auf meine Worte. Irgendwann kommt die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft nach Rabenfels zurück. Und dann stehe ich ganz oben auf ihrer Liste. Hab nichts dagegen. Die Ostkaiserlichen Anhänger sind überall verstreut. Seht unter jedem Stein nach. Was habt ihr? Den habe ich schon gefragt. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe immer reichlich Essen. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen? Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Nein. Warum all die Aufregung um eine einfache Spitzhacke? Nein. Es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke. Ich spreche von einer alten Nordspitzhacke. Oh. Nun, die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen. Könnt ihr nicht einfach die Wache nach, wie heißt er auch mal, Crisirus suchen lassen? Um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst. Okay. Hört zu, wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm, er soll mir die Spitzhacke zurückgeben. Es soll euer Schaden nicht sein. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Moment mal, vielleicht. Ich weiß nicht, woher ich diesen Namen kenne. Was denn nun? Ja oder nein? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nicht darüber reden. Warum wollen denn alle nicht darüber reden? Wie hat es in euch nach Rabensfeld verschlagen? Eine gute Frage. Sie wird mir von Besuchern unserer Stadt am häufigsten gestellt. Ich wünschte, ich hätte eine romantische Geschichte für euch. Aber ich bin einfach losgezogen und landete in Rabenfels. Außerdem war es in Rifton von wenig Nutzen zu wissen, wie man Knochenrüstungen repariert. Wer hat euch das gelehrt? Ich hatte dort drüben einen Freund, einen Dunkelelfen namens Vanrit. Einen sehr begabten Rüstungsschmied. Wir haben beide viel Zeit miteinander verbracht und Schmiedetechniken ausgetauscht. Hab eine Menge gelernt, auch wie man Knochenrüstungen repariert. Nachdem er weitergezogen war, beschloss ich, meine 7 Sachen zu packen, vorzugehen und das Gelernte anzuwenden. Okay. Seither bin ich hier. Ein alter Nordspitzhacke, ja. Das Eisbewerkzeug, mit dem man Stahlriemen schürfen kann, das ist sie. Davon gibt es in dieser Welt nur noch wenige Exemplare. Okay. Sie zu schmieden, ist eine vergessene Kunst.
Das Exemplar, das Crescius sich ausgeliehen hat, stammt aus Skaldorf im Norden. Ich habe es durch ein Tauschgeschäft erstanden. Ist Stahlriem eine Art Erz? Stahlriem als Erz zu bezeichnen, ist ungefähr so, als würdet ihr meine Schmiede ein Lagerfeuer nennen. Manche nennen es verzaubertes Eis. Aber ich glaube, dieser Vergleich wird ihm nicht ganz gerecht. Das ist wohl ziemlich selten. In meinem ganzen Leben habe ich bestenfalls 2 Brocken gesehen. Und ich bin Schmied von Beruf. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr jemanden in Skaldorf fragen. Dort habt ihr sicher mehr Glück. Skaldorf gerade aktualisiert, okay. Können wir machen. Crescius ergibt mir die Spitzhacke besser zurück, sonst... Rast dich aus hier, ne? Sonst rastet der aus, du. Hier, benutze die Schmiede. Ah, Eisen beschlagen, kaiserliche Stahl, Leder, Schmuck. Können wir Schmuck herstellen? Eine Goldkette können wir herstellen. Aber wir könnten ja auch... Nein, warte mal. Goldring, Diamantring. Der bringt richtig Kohle, ey. Was haben wir denn noch da? Diese Kette. Ein Pelzbaum mit beschlagen. Können wir die Rüstung beschlagen? Beschlagene Rüstung, kaiserliche. Davon können wir nichts herstellen. Davon auch nichts. Leder. Ein paar Helme bestellen und sonst was. Hier machen wir ein bisschen Schmiedekunst, steigen wir ein bisschen auf. Schmuck. Da ist auch nichts mehr. Baumaterial, Eisenbeschläge. Schmiedekunst verbessert auf 28 schon mal. Ein bisschen Nägel können wir noch hier. Oh, wir können leider diese Rüstung nicht so herstellen, wie wir wollen. Muschel, Käfer, irgendwas. Na, guck mal, bei Pelze. Pelze ist nichts drin. Eisen ist auch leider nichts drin. Beschlagen können wir im Moment auch nichts. Okay, das war's. Dann haben wir ja alles, ne? Könnten ja hier Schmelzofen. Sonstiges. Da könnten wir was machen. Okay. Das war's. Mehr ist da eigentlich nicht rausgeholt. Ach, Herr Jesus. Okay. Öffnen. Verlassene Gebäude. Verlassene Gebäude. Geständnisse einer... Was? Dumerischen Skorsmäßigen. Skoma-Süchtigen. Skoma-Süchtigen. Ach, Skoma, dieses Grauzeug. Okay. Ach, das hasse ich von dieser Zeit, ne? Komm, wir nehmen mal ein paar Flaschen mit. Da haben wir auch noch mal was. Wir können auch hier schlafen, eine Runde. Du kannst leider nicht in fremden Betten schlafen. Ist uns leider nicht erstattet. Die 5 fernen Sterne. Okay. Oh, Schneebären. Was haben wir hier drin? Hier mal Honigwabe. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Gucken mal hier drauf. Da ist auch nichts. Nichts. Da könnten wir... Bisschen Kohl ist da drin. Bisschen Sackmehl. Fass. Rohes Fleisch. So. Ja, wir können denn eigentlich genug Essen verkaufen, ne? Alles klar, raus wieder nach Solzheim. Und dann geht's ja auch schon hier in die Richtung. Was glotzt ihr, Fremdling? Was glotzt ihr, Fremdling? Hm? Ah, was ist das hier?
Also an Essen mangelt es denn jetzt hier ziemlich, ne? Also, wenn du überall Kartoffeln findest, Servisin anwesend, okay. Kann ich euch helfen? Ja, ich wollte eigentlich mit euch sprechen. Wendil Severin, eine E. Ich helfe gern, Sayo. Was kann ich für euch tun? Kennt ihr jemanden namens Mira? Kenne ich jemanden? Ich wollte schon Nein sagen, aber mir ist, als kenne ich ihn doch. Ergibt es einen Sinn? Nein. Ist es irgendwo? Nein, da bin ich sicher. Und doch. Ich glaube, ich habe von einem Tempel geträumt. Und er war dort. Okay. Angenehme Reise, Serio. Mein Mann Wendil fürchtete, Besucher würden Rabenfels meiden. Ich bin froh, dass er sich geirrt hat. Mira-Ark. Ja, kennt ihr das? Ich bin sicher, ich habe den Namen schon gehört. Ich mache oder nicht? Sorgen. Was, ein Traum? Sie ist eifersüchtig. Ich kann es ihr möge nicht euer Weg frei von Gefahren sein. Euren Verstand verloren? Wir könnten auffliegen. Dann wäre alles verloren. 10 Jahre Planung für nichts. Es ist eure Wahl, Vater. Sagt mir einfach, wenn ihr es beenden wollt. Hm. Boah, das ist ja riesig hier. Nur los mit euch. Wollt ihr etwa alles kaputt machen? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin hier, um meine Aufgabe zu erfüllen. Mehr nicht. Ich hab doch gesehen, wie ihr sie anseht. Für wie dumm haltet ihr mich? Schaut, lieb. Was ich mit meiner Freizeit anfange, ist meine Angelegenheit. Kümmert euch um euren Kram, dann geht's uns beiden gut. Natürlich, natürlich. Wie lange müssen wir noch an diesem Ort bleiben? Wenn alles gut läuft, müssen wir hier nicht viel länger bleiben. Fürs Erste warten wir ab. Und was soll ich bitte bis dahin tun? Was weiß ich. Vielleicht noch jemand anderen suchen, der mit euch in die Kiste springt. So. Ach, hier sind ja noch mehr Schlafsäle. Oh je. Könnt ihr denn überhaupt hier in der Dunkelheit wachsen oder was? Ist ja unmöglich. Okay. Band 1. Den Schädel nehmen wir mit. Wort des Windes brauchen wir nicht. Weizen. Bissenbären. Hey, das hört euch nicht. Zu spät. Hä? Konnte mich denn jemand überhaupt sehen? Kann mich da überhaupt keiner sehen? Ihr habt Verbrechen gegen die Dunmeer von Sonstein begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich mache mir Sorgen. Ich glaube, kluge Entscheidung. Jetzt kommt mit. Sobald wir euer Diebesgut. Also müssen wir es wieder laden. Aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Oder warte mal, wir machen das nochmal. Warte mal, weil es war ja irgendwie doch komisch, dass. Also, dass wir da irgendwie. Was ich mit meiner Freizeit anfange, ist meine Angelegenheit. Kümmert euch um. Wie konnte er mich denn nur sehen? Komm hier rein. Na komm. Mach die Tür zu. Ich glaube, dass sie es weiß. Sie ist eifersüchtig. So. Ich kann es ihr nicht verübeln. Habt ihr euren Verstand verloren? Wir könnten auffliegen. Dann wäre alles verloren. 10 Jahre Planung für nichts. Es ist eure Wahl. Vater. Sagt mir einfach, wenn ihr es beenden wollt.
Kartoffelkohlsuppe, wir nehmen mal das alles mit. Ich pack alles in meinen Rucksack ein, ich lasse nichts zurück, du hier. Und dann gehen wir mal darüber, warte mal. Dann öffnen wir mal die Türe hier. Was ist denn das hier für ein Platz? Gehen wir erstmal speichern, nicht, dass sie uns wieder sagen, ey. Ihr habt zu viel geklaut. Diese Stadt ödet mich an. Wie lange müssen wir noch an diesem Ort bleiben? Wenn alles gut läuft, müssen wir hier nicht viel länger bleiben. Fürs Erste warten wir ab. Oh. Das ist ja richtig Jackpot hier. Echt hier, die haben ja ein richtiges Lager hier unten, ne? Also da kann ich dir nur sagen, ja, aber das hier alles zu verkaufen, das ist ja Wahnsinn. Was die hier alles haben, ey, die sagen, die haben kein Essen. Wahrscheinlich einer der reichsten Buden hier, ey. Mal hier, 150, direkt schon mein Soll erfüllt. Welche speziellen Getränke hier und Pilze und alles Mögliche. Das ist ja unglaublich hier. Wir beide. Dann mal los. Vier Weizen. Au, au, au. Mal hier. Alles voll hier, du. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Die haben mich schon ausgeplündert. Komm hier rein. Wenn alles gut läuft, müssen wir hier nicht viel länger bleiben. Fürs Erste warten wir ab. Und was soll ich bitte bis dahin tun? Was weiß ich? Vielleicht nach jemand anderem suchen, der mit euch in die Kiste springt. Sucht den Schädel hier. Schädel, menschliche Schädel oder was das auch immer ist. Ein paar Rubine, guck mal. Boah. Ich weiß nicht, was diese reichen Leute hier machen, aber. Tun immer so, als hätten sie nichts. Unglaublich, was sie alles hier haben, ne? Ich hab gedacht, die sind arm, aber die sind. So. Das haben wir aber ganz schön hier abgestaubt. Ja, das ganze Alkohol hier und da und was und hier Karotten. Laxi. Sowas aber auch. Das ist ja eine richtige. Eine Asservatenkammer hier, kann man schon sagen, fast. Aber das war's erstmal für heute, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.